Map, die eher in die Breite geht als in die Höhe. Weil wenn man unseren Sichtfenster da sieht. Ja gut, wenn ich ranzoome, ändert sich es kaum. Aber wenn man das so sieht, ist es eher. Nimmt es. Ist die Karte. Ja. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich von mir geben will. Entspricht die Höhe der Karte das 2,5-fache ungefähr unseres Sichtfensters, während es so in der Breite das 5-fache entspricht. Was heißt, dass die Karte recht breit, aber nicht sehr hoch ist. Kinder sind unterwegs. Gut. Ja, wie gesagt, sobald die Mühle gebaut ist, werde ich anfangen, Bauarbeiter abzuziehen. Wir haben ja nur 3 Stück leider. Ja. Okay, dann werde ich erstmal einen Bauarbeiter abziehen. Gut, so sehr viel Beerenbüschen gibt es hier gerade nicht. So, du hast Farmer erlernt. Dann mach mal schön weiter. Während wir eine Mühle errichten. Und einen Brunnen könnten wir hier unten errichten. Nee. Grabt hier nach Wasser. Du isst noch mal was. Oh, ein Büffel. Ja, 2 Familienhäuser freischalten wäre auch so eine Idee. Dafür müssten wir dann den Lebenssammler als erstes beauftragen. Okay, Stein gibt es auch massig hier oben. Und hier noch einen Wald für einen zweiten Holzfäller. So, gehen wir da unten auf Tekken. Also ja, Leben sollte auch kein Problem sein. Also ja, Mühle und Brunnen bauen und dann können wir wenigstens einen zum Lebenssammler machen. Okay, bis jetzt bin ich noch auf keine Winländer getroffen. Ja.
Was ich immer recht gut finde, wenn ich auf keine Feinde stoße, solange ich es mir nicht leisten kann. Mühle ist fertiggestellt. Jetzt grabt er nach Wasser, damit wir einen Brunnen bauen können. Okay, du schläfst. Gut. Ja, und ihr seid in den Bergen, hä? Ich nehme auch nicht an, dass ich diesmal von irgendwem Unterstützung kriegen werde. Jetzt pennt der genau da, wo der andere graben soll. Gut. Brunnen kann nicht gebaut werden, weil wir noch nicht genug Wasser freigeschaufelt haben. Da macht man noch mehr Wasser, da klar. Oder ich habe zu nah an der Mühle gegraben. Jawohl. Der Brunnen wird errichtet. Ja, ja. Ja. Du musst noch weiter aussehen. Müssen wir nachher gucken, wo wir hier ein... Ja, hier dürfte Platz für ein Dreifamilienhaus sein, hoffe ich mal. Naja, wahrscheinlich sind diese Möchtegern-Bäumchen im Weg. Die kann ich ja wegroden. Also schicke ich dich noch ein Stück ins Landesinnere. Oh, das sieht nicht gut aus. Kadaver in der Nähe. Das heißt, hier sind Jäger. Also hier unten muss ich vorsichtig sein. Wir haben aber schon mal, so wie es aussieht, die halbe Map aufgedeckt. Also dann isst du da oben etwas. Und dann begibst du dich erstmal wieder nach Hause.
Und dann schicken wir ihn nachher erst wieder nach hier oben, weil hier sind Bärensträucher, wo er was essen kann. Aber er muss erstmal pinnen. Ja, und ich habe richtig gesehen, Windländer. So, du in die Schule. Du Holzfäller. Ja, Sven und Strüller lassen mich als Bauarbeiter und Ansgar wird dann mein Lebenssammler. So, du isst. Dann isst du noch mal. So, Farmer. So, Müller. Ansgar, Lehmsammler. So, und dann schicken wir dich zurück, um Bäume klar zu machen. Gut, du kümmerst dich gleich mal um die Farmarbeiten. Bjarni malt fleißig Mehl. Vielleicht kriegen wir dann noch unsere Nahrungsproduktion in der Aufnahmesession zum Laufen. Wollt ihr unterwegs noch einen Haps? Und ja, es ist definitiv eine Siedlung in der Nähe von den Windländern. Bist du eigentlich wieder? Ne, du bist jetzt rauchende Socke. So, du hast Holzfäller erfunden, das ist sehr gut. Du sag mal hier für Kahlschlag. Wo ist unser Bauarbeiter Sven gerade? Also, wo sind unsere Bauarbeiter? Du kannst hier nicht für Kahlschlag sorgen. Du kannst das nicht wegmachen. Gut. Da ist Sven. Sven kann sich auch gleich meine Frau suchen. Yeah.